Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Die eigene Bedürftigkeit zu stillen führt immer in eine Sackgasse. In eine Sackgasse zu dir selbst zurück. Wenn du dir darüber nicht bewusst bist, über dieses Thema, dann kannst du damit nichts anfangen. Du siehst nicht die unterbewussten Auswirkungen, die sich überall in deinem Leben zeigen, wenn du bedürftig bist. Je öfterst du diese Bedürftigkeit auslebst, desto größer und stärker wird sie scheinbar und desto mehr Frustration entsteht, sowohl in dir als auch bei den Menschen, denen du das spiegelst oder in die du es hineinprojizierst. Genau darum geht es im heutigen Video. Was ist mit Bedürftigkeit gemeint? Man könnte es ganz oberflächlich als den Ich möchte, ich will Gedanken, das Ich sehen. Demnach sind auch die Auswirkungen dieser Gedanken oder dieser Sichtweise überall im Leben des Ichs verankert und haben dort ihre sehr großflächigen Auswirkungen. Die Bedürftigkeit an sich ist nicht gebunden auf einen Menschen oder auf eine Sache, also ein Objekt, sondern kann sich auch in Bezug auf die eigenen Attribute oder die Attribute des Gegenübers oder eben vielen anderen Menschen beziehen. Bei der Bedürftigkeit geht es immer darum, dass Liebe nicht empfunden wird, beziehungsweise Liebe bei einem selbst nicht gefunden wird. Und das führt dazu, dass daraus eine schier unfassbar große Bedürftigkeit entsteht, die sehr, sehr viele Menschen haben, die aber nicht wissen, dass da etwas ist, was ihnen scheinbar fehlt. Es fehlt nicht wirklich, sondern es wird einfach nicht durchschaut. Dadurch ist diese Bedürftigkeit auch so verwoben mit dem Leben, dass die Suche nach der Antwort oder die Suche nach dem Stillen dieser Bedürftigkeit sich überall zeigt. Damit hast du einen riesengroßen Einfluss auf dein Leben, wie es sich gestaltet, welche Geschichten du erlebst und siehst, weil du immer nur in Spiegelbildern dich selbst beim Gegenüber siehst und Bedürftigkeit anziehst. Diese Bedürftigkeit wird dir wiedergespiegelt und du nimmst sie gerne an. Denn die Bedürftigkeit, die dir wiedergespiegelt wird, ist dann unter Umständen genau das, was du bekommen möchtest im Außen, um deine eigene Bedürftigkeit zu stillen. Das funktioniert aber nicht. Am Anfang könnte man noch meinen, dass es funktioniert. Das funktioniert aber nur so lange, bis die Enttäuschung da ist. Denn es sind Erwartungen. Diese Erwartungen werden vom Gegenüber nicht vollständig erfüllt, sodass es zum Ende der Täuschung führt. Damit ist die Bedürftigkeit wieder nicht gestillt. Es führt in eine Sackgasse zu dir selbst zurück. Wenn du dann nicht verstehst, indem du das Thema für dich anschaust, dass diese Bedürftigkeit dazu führt, dass du scheinbar frustriert bist, dass die Suche wieder weitergeht, dass du nicht erkennst, dass im Außen diese Bedürftigkeit nicht zu suchen ist, sondern wenn überhaupt, nur in dir selbst, dann wirst du immer wieder getriggert durch deine eigene Bedürftigkeit in Situationen kommen, in denen sie dir aufgezeigt wird. Beispielsweise in Freundschaften, beispielsweise bei deinen Eltern oder aber auch in Partnerschaften. Diese Bedürftigkeit zeigt sich beispielsweise aber auch in einer Kaufsucht, dass du alles und jedes
haben musst, damit du scheinbar glücklich und nicht mehr bedürftig bist. Da dieser Prozess so unterbewusst abläuft, machst du einfach das, was du machst, es geschieht und du denkst vielleicht gar nicht darüber nach, weil es für dich ja ganz normal ist. Wenn du es aber aus der Sichtweise heraus betrachtest, dass das Bedürftigkeit ist, dann erkennst du vielleicht das erste Mal, was da wirklich abläuft. Und das kann ein ganz, ganz großer Aha-Moment sein. Und das ist es bei sehr, sehr vielen, wenn sie dieses Thema einmal für sich anschauen würden. Denn das gesellschaftliche und kulturelle Außen prägt das, dass Bedürftigkeit immer mehr wird. Es entsteht nicht im Außen, sondern es wird nur durch das Außen aufgenommen. Das ist das Bild von Mann und Frau. Dass es ein bestimmtes gesellschaftliches Bild von beiden Geschlechtern gibt, führt schon dazu, dass, wenn das nicht erfüllt wird, Bedürftigkeit immer mehr wird. Denn Bedürftigkeit an sich entsteht aus einem Schmerz, aus einer nicht überwundenen Verletzung in einem selbst. Diese Verletzung, dieser Schmerz kann durch vielerlei Situationen, durch vielerlei Geschichten entstanden sein. Jedoch wird das Bild, wie du zu sein hast, wie du in deiner Rolle als Mann oder Frau sein musst, immer mehr dadurch. Das heißt, du bist als Mann nicht stark genug, du bist als Mann nicht verantwortungsbewusst, du bist als Mann nicht derjenige, der einen hohen Bildungsgrad hat, um das Geld nach Hause zu bringen, welches so wichtig ist für deine Familie, dann wird diese Verletzung, diese Wunde immer und immer größer. Diese Wunde ist die eigene Bedürftigkeit. Demnach versuchst du sie zu stillen, indem du all das, was zu dieser Verletzung scheinbar geführt hat, auszumerzen. Indem du genau diesem Bild entsprichst, indem du die Erwartungen der anderen in dich aufnimmst und sie versuchst, überall dort, wo es dir aktuell möglich ist, auch zu erfüllen. Bei der Frau ist es mittlerweile genau das Gleiche. Deshalb ist es auch völlig geschlechterunspezifisch. Die Bedürftigkeit kommt genauso oft beim Mann als auch bei der Frau vor. Wobei ich sagen würde, dass sich in den letzten 10 Jahren das sehr stark geändert hat. Denn die Bedürftigkeit wurde noch mehr in der Frau angeregt durch das sich sehr stark verändernde Frauenbild. Denn es geht in beiden Geschlechterbildern nur noch darum, gesellschaftlich zu funktionieren. Was bei der Frau mittlerweile so viel bedeutet wie, ich muss mindestens das gleiche Geld wie der Mann verdienen. Ich muss mindestens genauso stark sein. Gefühle, die bei der Frau vorkommen, die dürfen auch gerne hinten runterfallen. Denn das passt wiederum nicht zum Funktionieren. Eine Wunde, die dann früher einmal entstanden ist, wird dadurch auch immer größer. Denn diese Rollen sind dazu da, damit du dich noch weiter von dir selbst entfernst. Das Ich-Bild, welches du von dir selbst hast, was immer auf Annahmen und damit auf Lügen basiert, die vom Außen kommen, sonst wäre es nicht das Ich-Bild, denn dieses hast nicht du selbst erschaffen, sondern es wurde dir scheinbar gegeben. Somit erfüllst du nie dein eigenes Ich-Bild, wenn du innerhalb dieser Gesellschaft
auch an diesen gesellschaftlichen Attributen festhältst. Das führt dazu, dass du dich weit von dir entfernst und dass diese Wunde immer weiter genährt wird, immer größer wird durch die nicht vorhandene Bestätigung, durch das nicht vorhandene Befriedigungsgefühl innerhalb deiner eigenen Bedürftigkeit. Das, was Abhilfe schafft, ist, dass du es durchschaust, dass du durchschaust, dass du bedürftig bist und dass es vor allem vollkommen in Ordnung ist, dass du so bist, dass es vielleicht viele, viele Jahre so unterbewusst in dir geschlummert hat, dass du es jetzt erkannt hast und dass du jetzt versuchst, so tief in dich reinzuschauen, dass du die Liebe bei dir selbst findest, um die Bedürftigkeit aufzulösen, um alte Wunden, Verletzungen und Schmerzen mit dieser Liebe zu füllen, sodass die Wunden, Schmerzen und Verletzungen Vergangenheit sind. Die Zeit spielt hier natürlich auch eine ganz große Rolle, denn die allermeisten, die sehr bedürftig sind, finden sich immer in der Vergangenheit wieder, nicht in der Gegenwart, eher auch noch in der Zukunft. Denn sie wollen die Bedürftigkeit, die unterbewusst Trigger ist für diese und jene Handlungen, immer mehr stillen, immer mehr die Erwartungen von anderen erfüllen. Und das führt dann dazu, dass sie nicht in der Gegenwart sind und erkennen, dass bereits alles da ist, dass die Liebe da ist, die nicht gesucht werden muss und demnach auch nicht die Bedürftigkeit, sondern dass die Liebe da ist und diese, wenn sie wirklich empfunden, wahrgenommen wird, die Bedürftigkeit auflöst, sodass sich ein Interessensbild, ein Verhalten völlig verändern kann in Bezug auf Kommunikation im Außen, in Bezug auf Handlungen im Außen, in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter und so fort. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes für viele Menschen, wenn sie da einmal hinschauen, ein Game Changer. Denn sie werden niemals mehr für sich in die Situation kommen, in der sie frustriert sind und gar nicht wirklich wissen, warum sie frustriert sind. Weil der Schlüssel, die Antwort in der Bedürftigkeit steckt, von der sie aber selbst nichts wissen. Und demnach haben sie jetzt dann auch die Möglichkeit, diesen Schlüssel zu nehmen, ihn als Schlüssel zu erkennen und einmal bei sich selbst aufzuschließen, um das Strahlen der eigenen vorhandenen Liebe zu sehen, zu spüren und die Bedürftigkeit damit für immer an den Nagel zu hängen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob du bei dir selbst schon erkannt hast, dass da Bedürftigkeit ist. Bist du vielleicht schon diesen scheinbaren Weg gegangen, diesen Prozess, hast ihn in dir gesehen, erkannt und hast damit abgeschlossen, indem du zugelassen hast, indem du den Schmerz hast immer wieder wahrgenommen und erkannt, dass dieser Schmerz die scheinbar fehlende Liebe zu dir selbst ist und sich das dann in Bedürftigkeit gegenüber anderen Menschen oder gegenüber anderen Objekten immer wieder projiziert hat, gespiegelt, gesucht hat. Wenn du zu diesem Thema etwas zu sagen hast, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar in die Kommentarsektion unter dem Video schreibst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dich weitergebracht hat, dann würde ich mich hier über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, bei denen du diese Bedürftigkeit siehst, erkennst, vielleicht bei dir noch nicht, aber bei anderen, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals hier sein,
dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neu hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.